Und ich hätte wirklich zuerst den Garten, also erst wahrscheinlich erst den Kerker oder erst den Garten bauen sollen, dann den Garten, dann die Läden und dann andere Sachen. Hail, Traveler. Ein kleiner Kerkerbesuch. Momentan ist der Kerker leer, aber das werden sie sicherlich schon bald ändern. Ja, wir haben tatsächlich wirklich niemanden im Kerker. Und den einzigen, den ich mir vorstellen kann, den wir hätten einkerkern können, wäre wahrscheinlich der eine Typ da gewesen, dem wir beim Magrans Gabelung begegnet sind, wo ich damals dachte, das wäre der Kopfgeldjäger-Auftrag. Aber das war er ja leider nicht. Okay, dann mal raus hier. Das heißt mal raus. Wir gehen einfach hier raus. Annehmen und dann noch Talholz. Ein Tag, 8 Stunden hätte das gedauert. Okay, das hätten wir niemals geschafft. Forum Bauten abgeschlossen. Okay, das heißt, es bleiben nur noch die Mauern. Nehmen wir erstmal die westliche. Und ich habe vergessen zu rasten. Wir sind alle todmüde. Kann ich das Spiel noch mal? Ja, kann ich laden. Sorry, muss jetzt sein. Vor lauter habe ich vergessen zu rasten. Und ja, die Ladezeiten sind doch berauscht. Wieder den Machtbonus, bitte. So, wir haben Macht. Gut, annehmen und dann nach Talholz. Und jetzt sind die Forumbauten abgeschlossen. Und wir können die südwestliche Ringmauer in Auftrag geben. So, ja. Gut, das heißt, wir haben hier jetzt nur noch den Xaurib Häuptling. I'll see what I can find. Mit seinen Drachen, die er da hat, wird der wohl am schwierigsten sein. Obwohl, er war ja kein Häuptling, er war ja so ein Oberschamane. Und ja, er hat Jungdrache.
Und wir haben die Scheiße. Ah. Okay, die nehmen gut Schaden, merke ich gerade. Okay. Wir nehmen aber auch nicht gerade wenig Schaden. Ich glaube, ich hole mir mal ein bisschen Unterstützung hier. Verwirrung. So, jetzt muss der da weg. Bevor der mir zu viel Aua macht. Oh, ein Zauberer-Meister, der Alof angreift. Du rennst. Hau mal so eine Heilung auf Alof. Ja, mach mal einen kleinen Ausdauertrank. Du machst einen Regenerationstrank. Ah, der Kriegshäuptling. Da, Kriegshäuptling. Okay, die beiden sind wieder einigermaßen normal. Das heißt... Beziehungsweise... Paligina ist normal. So. Das heißt, Paligina machen wir bei Hitter Hand auflegen. Oh, der Jungdrache, der... Wo ist der Flammenwurf? Da. Okay, das war Edder. Das war Alof. Nee, ich habe hier totales Chaos. Quicksave. Ich würde ja gerne erstmal nur die Vorhut rauslocken. Also die Drachen und... ein paar Xaurips. Weil wenn die Drachen weg sind, dann ist das ein bisschen einfacher. I'm here. Ready, Watcher. Ready, Watcher. Ja, dann versuchen wir mal mit Sagani wenigstens einen Drachen irgendwie rauszulocken. Ja. Okay. Drachen kommen. Au. Drachen sind da, junger Jungdrache. Ist dem Tode schon mal nah? Jetzt fehlt nur noch der der große Jungdrache. Oh, da ist sogar schon der Kriegshäuptling. Alof, du beballerst weiter den da. Oh, Durenz, mach du mal einen Segen. Den habe ich ganz vergessen. Okay. Paligina, du legst bei dir selber Hand auf. So, Alof. Mach den weg. Okay, der ist weg. Jetzt ist nur noch der Kriegshäuptling übrig. Sehr schön. Okay. Alles einsacken, was es hier so gibt. Elfenbeinfigur eines Lindwurms. Beschwört zwei Lindwürmer. Das ist krass.
Ja. Dann kannst du beide Käfer-Dinger haben. Eine Perle, Zauberzungen. So, wir haben eure Drachen erledigt. Das heißt, der Rest von euch hier hinten dürfte kein Problem mehr darstellen. Die zaubert irgendwas und hängt dabei fest. Okay. So. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ja. Das lief jetzt eigentlich recht gut beim zweiten Versuch. Nachdem ich gemerkt habe, dass Reinstürmen keine so gute Idee ist. Ja. 6 Stunden bis nach Zilantlis und dann geht's nach Khet Nuad zurück. Aber nein, die Photonenkanone können wir leider auch nicht abstellen. Die summt immer noch. Tja. Ein Tag, 14 Stunden. Dann geben wir die beiden Kopfgelder ab. Und fragen ihn dann doch mal nach 9. Vielleicht hat er ja noch welche. Wenn nicht, weiß ich nicht, wo ich den Ogre finden soll. Da weiß ich es ehrlich nicht. So, wir sind wieder alle etwas müde. Wir haben Gefolgsmann-Zeittag. Schon wieder? Oh, es sind ja schon wieder 10 Tage rum. Der Adlige geht demnächst. Ja, okay. Durenz. Geht mal aus der Gruppe raus. Das wollte ich, muss ich ja hier drin machen. You walk your path, I'll walk mine. Jo. Das heißt, wir nehmen mal den Druiden wieder auf. Hm. Schieben den hier hin. Dann gucken wir uns mal kurz die Aufstellung an. Ja, die sieht gut soweit aus. Will do. Ja. Weil der wollte ja auch mit nach Zwillingsulmen kommen. Und da wollen wir ja jetzt auch hin. Also Palegina, der Druide und Sargani, die nehmen wir mal mit nach Zwillingsulmen. Und wenn ich nicht weiß, wie lange ich den Druiden in meiner Gruppe behalten werde, weil ich finde die Druidenklasse ehrlich gesagt nicht so toll. Ja, ich hoffe, was kann ich für dich tun? Krebshäuptling Iklak ist tot. Kupfer erhalten, Erfahrung erhalten. Der gerissene Zirtel ist tot. Gibt's Kopfgelder. Wenn ihr euch um diese hier gekümmert habt, im Moment nicht, lebt wohl. Nichts Neues zu berichten. Und Geld, okay. Jetzt würde ich wirklich nur noch gern wissen, wo man Nalrend den Weißen findet. In Ulmenküste. Wo soll Ulmenküste sein? Das muss irgendwo hier unten sein, weil hier sind die Zwillingsulmen. Und ich habe hier keinen Ort, der Ulmenküste heißt. Gut, dann wird jetzt einmal wieder gerastet mit für den Machtbonus. Und dann machen wir uns auf den Weg in die Sturmwallschlucht und nach Zwillingsulmen. Damit sind wir dann auch wieder kurz vorm Ende des, ja...
Damit sind wir in der letzten Stadt angekommen, so wollte ich sagen.